draußen liegt Schnee. Es ist Weihnachten. Die Deutsche Umwelthilfe hat ausgerechnet, dass die private Weihnachtsbeleuchtung Deutschlands so viel Strom verbraucht, wie zum Beispiel... Schaue nach draußen, dort liegt wieder mal der Schnee. Aber wenn es nach denen geht, wird's duster in Deutschland. Aber es gibt hier noch die Weihnachtshäuser. Hier in bei Dresden, auch in Liechtenstein bei Reutlingen, südlich von Hannover in Plomberg-Tindrup oder auch in Bad Hall, um noch ein Beispiel aus Österreich zu bringen. Hier gibt es noch wahre Fans der Weihnachtsbeleuchtung, die alles daran setzen, ihre Häuser weihnachtlich zu schmücken. Hier war ich in das liegt ca. 30 Kilometer östlich von Dresden. Hier hat Rüdiger Prowatzke sein Haus wie seit über 20 Jahren festlich geschmückt. Es sollen wohl so um die 100.000 Lichter sein. Es sollen alles LED-Leuchten sein, sodass sich der Stromverbrauch einigermaßen in Grenzen hält. Noch etwas Geduld und dann geht bald schon die Bescherung los. Doch in der Weihnachtszeit schaut man viel eher all die Werte groß. Es geht langsam weiter, ein schneeweißer Schleier macht sich auf der Erde breit, die Seele befreit das. Alles so harmonisch in dem Winterwunderland. Nehmt die Kinder an die Hand, wir vollbringen einen Tanz. Lichter auf dem Kranz flackern gemütlich durch die Nacht. Ein Gefühl von Akzeptanz, keine Trübe, jeder lacht. Denn es ist die Weihnachtszeit, also sei dabei. Ihr könnt sehen, was ich mein, wenn ich sag, keiner ist allein an dem Tag. Die wundervolle Weihnacht ist da und keiner ist allein an dem Tag. Ihr könnt sehen, was ich mein, wenn ich sag, keiner ist allein an dem Tag. Die wundervolle Weihnacht ist da und keiner ist allein an dem Tag. Mama und Oma in der Küche, Papa und Opa knabbern Nüsse. Die Kinder sind am Spielen, draußen rieseln weiße Flocken. Doch von all diesen Geschenken hat noch niemand was bekommen. Bald ist es soweit, dann kriegt Oma einen Mixer. Der Sohn paar neue Ritter und der Opa wieder nix ab. Doch er muss nur warten, im Wohnzimmer brennen Lichter, weil der Opa wieder mal ein so schönes Gedicht sagt. Allesamt so happy, alle glücklich und zufrieden, zeigen Rücksicht und auch Liebe. Ein Stückchen Harmonie herrscht, alles so harmonisch in dem Winterwunderland. Nehmt die Kinder an die Hand, wir vollbringen einen Tanz. Lichter auf dem Kranz flackern gemütlich durch die Nacht, ein Gefühl von Akzeptanz, keine Trübe, jeder lacht. Denn es ist die Weihnachtszeit, also sei dabei. Ihr könnt sehen, was ich mein, wenn ich sag, keiner ist allein an dich. Sollte jetzt jemand trotzdem sich hier festleben wollen, seid bitte vorsichtig. Prüft erst, ob es wirklich LEDs sind. Glühlampen können sehr heiß werden, auch wenn sie nur wenige Milliwatt verbrauchen. Und wenn ihr mit Essen werfen wollt, dafür wären dann die Glühlampen als Ziel besser angebracht. Aber besser, ihr bringt das zur Tafel oder ähnlichen Einrichtungen.